Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Diablo 3. Ja, wir sind jetzt hier im Felder des Gemetzels, ja. Im Felde des Gemetzels, besser gesagt. Oh. Da ist ja die erste Ballette, die wir zerstören sollen. Ah, so sieht die also aus. Okay, okay, cool. Denn genau, das sind ja unsere Quests. Die drei Ballisten zerstören und Trebuche zerstören. Was das aber genau ist, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich kann mit dem Betrieb auch gerade so gar nichts anfangen. Kämpft lieber gegen mich. Nee, kämpft gegen mich. Templer freuen, wir brauchen noch Paragon-Level. Wo wir jetzt 9 haben. Aber da fehlen natürlich noch einige. So, in eine Richtung muss man die Karte jetzt anfangen aufzudecken. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal hier am Rand lang, oder? Sollte doch eigentlich was sein. Womit wir. Und da ist sogar gleich die zweite. Ja, Jackpot, Alter. Was heißt bereit? Seht ihr den Feind? Ah, kaputt. Boah, und gleich ein goldener Feind auch noch oben drauf. Okay. Das ist doch was, so wie wir es mögen. Auch wenn wir gerade hier ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Alter, 11 G angetötet mit einem Schlag Bonus bekommen. Sehr geil. Boah, Paragon Stufe 10. Ja, wir werden schon, also wir werden schon. Okay, das mitnehmen. Irgendwas Magisches haben wir eingesammelt. Ich brauche mehr Zeit. Mehr Zeit. Das sagen wir dir in jeder Folge 300 Mal. Mehr Zeit ist nicht. Okay, das geht dann so weit. Das geht Heiliger noch nicht. Schwede. Hier ist aber auch ein Gemetzel, ey. Riesige Kette, okay. Wir haben irgendwas Gegenstandmäßiges. Alter, makelloser quadratischer Diamant. Wir haben auch wieder eingesammelt. Schön. Oh, eine explodierte Essenz ist hier noch. Jetzt würde ich ja so auf den ersten Augenblick sagen. Oder denken. Dass die dritte Balliste ja wahrscheinlich eher rechts rum dann also sein wird. Wäre ja blöd, die alle auf einer Seite zu stellen. Eigentlich so, würde ich sagen, wäre taktisch sehr unklug im Krieg. Aber wir haben ja immer noch dieses andere Ding, was wir zerstören sollen. Vielleicht ist das ja irgendwo hier. Oder steht irgendwo fett in der Mitte. Mag natürlich auch sein. Gehen wir mal hier so. Mal ein bisschen. Oh, kommt der nächste. Setzen wir gleich ein bisschen Karte auf. Wir gehen mal so rechts in die Richtung. Vielleicht ist es ja wirklich dann da. Also ich meine, wenn es schon so an unserer Bastion so entlang aufgebaut ist, dann sollte es ja wohl auch wenigstens so quasi im Halbkreis aufgebaut sein, ne? Also so würde ich es zumindest machen. Alter, jetzt haben wir hier blaue Gegner gleich gefunden. Oh, Alter, und die machen noch Damage. Die machen Damage. Oder die haben Damage gemacht. Lecken wir mal gleich weg hier, Alter. Hand. Derbe. Ich will eine Träne, ja. Und da kommt blaue schon wieder. Das geht noch nicht. Boah, hier rufen wir so einen Laser. Rufen wir so einen Laser? Das sind schon mal Energiekugeln, okay. Weggehauen. Sehr schön. Hier haben wir auch irgendwie... Oh, ich will das da einsammeln. Das da, genau. Wir haben auch irgendwie so einen Eingang hier freigeschaltet für irgendwas oder irgendwo hin. Ist ja, glaube ich, eher der richtige Ausdruck. Was haben wir da? Eisschlaghöhen Ebene 1. Aha. Wir sind eine Armee. Ja, da sollten wir vielleicht irgendwann auch mal schauen. Du und ich, wir sind eine Armee. Ah, da ist auf jeden Fall wieder irgend so ein Teil. Ich glaube, da ist wieder
Ich glaube, das ist die dritte Balliste. Auf der Karte, etwas rechts über uns. Oh, Alter. Wenn sie kommen, dann kommen sie aber auch in im Heer, ja, in Haaren, Alter. Das ist ja. Knack. Pam, 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 pam. Ihr habt sowieso. Ich will einsam. So keine Chance. Mehr Zeit. Ja, weiß ich doch, mein Freund, weiß ich. Ach, hey. Also diese Vögel hier, ne? Die sind ja echt. Nee. Moloch. Moloch hießen die doch, ne? Was haben wir hier? Oder ist das dieses Trebucher-Ding? Ah, Trebucher-Steuerung. Okay, okay, okay. Zerstört, zerstört. Gut. Was jetzt gesteuert hat, bin das ich ganz ehrlich. Das Böse wurde zurechtgewiesen. Ja, hast du recht, hast du recht. Aber was hat die gesteuert? Ich meine, Trebucher, ja, Trebucher, okay, aber... Was ist das? Wir müssen unser Paragon-Level noch verteilen, ne? Aber hier ist erstmal das Ding hier. Und zwar die dritte Balliste. Doch nicht bereit. Und da ist es zerstört. Ich brauche meine Belagerungswaffen nicht, um euch zu töten. Ihr seid von meinen Armeen umzingelt. Sie werden euch zerquetschen. Oh, Asmo, da haben wir eine große Fresse. Ich habe euch an den Mauern der Bastion besiegt. Ich habe eure Belagerungswaffen auf dem Schlachtfeld zertrümmert. Und nun komme ich zu euch. Genau so sieht es nämlich aus. Und nicht anders. Und Asmodan, am Ende kriegst du richtig einen auf den Sack. Das schwöre ich dir. Na. So. Oh, Alter. Wir haben immer noch unsere Paragon-Stufe verteilt. So, offensiv. Ah, offensive Fähigkeit mögen wir doch am liebsten. Abklingzeit. Angriffliche Fähigkeit. Können wir machen mal Abklingzeit annehmen? So, damit haben wir hier eigentlich. Wieder Moloch. Ich muss mal sagen, das war aber gerade ein großer Asmodan, glaube ich, Fieser, oder? Ja, damit sah er genauso aus. Wir haben jetzt eigentlich alles. Finde den Rakis-Übergang. Ach so. Ich wollte sagen, müssen wir zurück, aber nee. Nee, wir müssen weiter. Finde den Rakis-Übergang. Okay, alles klar, machen wir. Ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht Tyra oder so sagen, was hier passiert ist. Nein. Wir können unsere Reise theoretisch einfach fortsetzen. Dämonenleiche. Alter, hier waren wir schon, ne? Wir gehen ja lang. Na, guck euch das an. Gleich wieder 10 von denen oder so. Im einen hat Asmo dann ja recht, ne? Wir sind ja echt von seiner Armee umzingelt. Der hat ja eine Armee, die ist ja riesig, Alter. Das war anders. Man geht ein paar Schritte, man hat das Gefühl, man hätte eigentlich die ganze Zeit gar keinen Besieg, weil es so viele wieder sind. Alter, unser Templar sieht auch nicht einen auf den Sack. So, und weiter. Boah, hart, Alter. So, gehen wir hier so mittig mal hoch. Oh, Schurei! Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Ja, jetzt bist du hier. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion den Erdboden
gleich machen. Ja, dann müssen wir sie aufhalten. Mutige, ne? Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts. Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Wir haben hart gearbeitet, um euer Schwert der Gerechtigkeit neu zu schmieden. Ich freue mich schon darauf, euch zuzusehen, wenn ihr es endlich... Lasst mich zurück. Es ist zu spät. Oh. Nehmt dies. Ich habe keine Verwendung mehr. Da seht euch vor. Sie kreisen jetzt schon seit Stunden. Führer, ihr kämpft jetzt an unserer Seite, Alter. Der Sieg ist unser. Noch so ein Klugscheißer, der Sätze entgegenschmettert. Wir haben doch schon einen, reicht denn nicht? Ich bin überlastet. Oh, dieser Inventar ist voll. Achso, ich bin jetzt eigentlich gerade so nur zurückgegangen, weil ich gedacht habe, naja, mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwas Schönes, Cooles. Teile können wir stacken, die können wir mitnehmen. Ja, wir müssen mal unsere Tasche wieder ausleeren, ne? So wie es scheint. Alles klar, gehen wir einmal zurück. Ich muss zurückkehren. Ja, wir müssen. Hey, ich bin gleich wieder da. Keine Sorge, alles cool in Kabul. So, erstmal schauen wir, was wir behalten. So wie das und das und das und das und das auf jeden Fall. Das auch. So, jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir hier für schöne Sachen? Irgendwas dabei, was uns einigermaßen interessieren könnte. Oh, der ist besser als unser. Stärke und Vitalität steigt etwas. Getötete Gegner gewähren plus 66 Erfahrung. Nein, plus 16. Wenn ja, Angriffe blockt. Ihn ausweicht oder getroffen werdet, entfesselt ihr elektrische Blitze, die 109% Waffenschaden des Blitzschadens verursachen. Aber das ist aber immer auch sehr derbe, ne, was da drauf ist auf diesen legendären Sachen. Wir behalten den auf jeden Fall hier. Aber ich würde sagen, noch behalten wir unseren. Und den haben wir auch noch hier. Also Gürtel, da haben wir ein paar. So, mein Freund. Wir können nicht alle Krieger sein. Es muss auch Leute geben, die Ausrüstung verkaufen. Ja. Und vor allem, die auch Ausrüstung abkaufen. Und das bist nämlich du, denn wir brauchen Gold. So, dann wollen wir wieder zurück. Tyrael ist auch schön mit durchgekommen. Sehr, ich habe euch sehr schön nie im Kampf gesehen. Es ist ein wundervoller Anblick. Lange habe ich mich davon bemüht. Okay, dann ist der Typ ganz schön leise, ne? Kann er sein? Können wir irgendwie, warte mal ganz kurz, das ist jetzt ein bisschen doof, aber. Sound. Gesamtlautstärke, Soundeffektlautstärke. Aber Sprachlautstärke ist schon auf 100%, also. Lauter machen können wir den nicht. So. Was haben wir da? Da sind wir wieder ein paar. Klatsch schon nicht mal weg. Die wollen es ja auch nicht anders. Die sollen sie auch so kriegen. Alter, ein Schlag. Schön in der Reihe aufgestellt. Schön, schön, schön. Jetzt du. Dann du. Dann ihr. Oh, mit. Ja, du auch. Ich bin ja nicht so. Wir haben gesiegt. Ja, aber nur den kleinen Kampf, nicht den Krieg. So. Und immer weiter voranschreiten. Mittlerweile haben die Gegner auch voll die Buffs, so, ne? Also so, wie, da, wie die manche, die immer machen, ja, verwundbar für den Augenblick und, das ist schon
Die haben schon drauf mittlerweile. Manchmal waren sie einfach nur. Ja, hallo. Und der, ich glaube, der hat sich gerade auch einer unsichtbar gemacht. Der ist schuld daran. Der zaubert sowas auch nie. Okay. Ja, bleibt mal schön stehen. So schön in der Reihe stehen bleiben. Das ist herrlich. So mag ich das am liebsten. Mal umfallen hier, denn du kotzt nur weiter Monster aus. Was der gegessen hat, ne? Will ich mir gerne wissen. Wenn der übergibt sich und kotzt Monster aus, das ist ja. Hier? Im Chat wurde irgendwas geschrieben, irgendwas wurde erreicht, er hat Leiter. Oh, Alter! Irgendwas Legendäres haben wir eingesammelt gerade. So, zwei hat, oh, leider nicht gut genug für uns, sieht man jetzt schon. Oh, obwohl, Alter! Schaden geht noch mal gut hoch, fast 10%. Stärke, Alter, geht auch hoch. Vitalität geht aber super bergab. Was haben wir jetzt? 98.272. Und dann hätten wir 79.000, oha. Ja, schade, 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 schade. Behalten, ja, aber ich glaube nicht, dass das zum Einsatz kommen wird. Aber dass die HP so bergab geht, das ist einfach, das können wir, glaube ich, nicht machen. Da müssen wir ein bisschen gucken, ob nicht der Schaden dann auch wirklich lohnt, so. Wir machen jetzt keine 30% mehr, also. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist hier los? Ach, da ist Action. Ach, da kommt ja auch noch Hypokoll und denkt sich, naja, wenn ihr eine Party ist, dann komm. Kotzt ihr noch mal ein paar Mod-Leute aus hier. Hallo? Kannst du noch mal? Ja, schon besser. So. Gut. Wir müssen hier durch. So, ein bisschen verwinkelt hier, ne, immer. Sieht ja immer geil aus, wenn man dann da durchgeht und dann so, dass da ist an die Stelle oder so, oder der Weg. Aber ich immer ein bisschen. Ja, der hat einfach, der hat hier so einen Zauber auf sich gehabt, keinen Charme bekommen. Und die sind das. Zauberer des Blutklans. Aha. Krieger des Blutklans. Die Vorfahren sind so. Wir heute. 25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Sehr schön. Wenn ich könnte, würde ich alles auf Schaden und Angriffsgeschwindigkeit scalen. Alles, was ich könnte. Ungelogen. Jeden Punkt würde ich darauf setzen. Angriffsgeschwindigkeit ist so derbe, wenn man da irgendwie so oft angreifen kann mit der Zweihandwaffe und dann so einen Schaden verursacht hat. Führt meine Hand. Gerechtigkeit hat gesiegt. Ich glaube, wir müssen eigentlich Brückenlager. Ach, das ist hier so ein kleines Lager. Ich wollte gerade sagen, das ist hier ein Weg, wo es fett lang geht, aber nee. Okay, lass mal sehen, was hast du so Schönes? Nichts Weltbewegendes hier, auch du nicht. Schade. Schade, schade, schade. Das können wir eigentlich verkaufen. So, genau wie... Nee, das sollten wir behalten, ne? Nee, das waren andere. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das packen wir mal hier hin. Und das auch. So. Dann kannst du eigentlich unsere Sachen noch reparieren. Und dann hauen wir auch wieder ab hier von dir. Ich dachte gerade, hä? Radklings oder so, aber das ist denn hier der Übergang gewesen. Das ist dann hier der Übergang. Ah. Finde das Dämonentor am Rande des Abgrunds. Das werden wir machen. Und natürlich auch gleich dann da aufrollen. Oh, blaue Gegner. Yeah. Okay, okay, okay.
kriegst du, wenn du einfach erstmal drauf haust eine Runde. Nicht genug Wut. So, ja, aber der eine ist doch schon weg. Oh, alle sind schon weg. Was haben wir hier? Geht das hier eigentlich? Ne, da ist Ende im Gelände, ne? Ja, ich dachte, vielleicht geht das hier so hoch. Der Flügel der Moloch haben wir angegriffen, wird unten links angezeigt. So. Ah, die Sackgasse. Alles klar. Hier lang. Wir finden schon unseren Weg, wie wir weiterkommen. Oh, hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Gut, den können wir natürlich gebrauchen. Oh, Alter, wir werden ja verfolgt. Warum sagt jetzt denn keiner? Räumen wir doch schnell auf. Kein Problem. So, was haben wir hier? Hier ist nix. Wieder ein bisschen Salon-Parcours. Aber aussehen tut das Spiel super, ne, oder? Ich meine, hallo. Der Tunnelgang. Aha. Oh. Alles klar, dass wir da drüber hin müssen. Aber ich dachte, vielleicht ist das wieder sowas wie Lager, aber nee. Der Tunnelgang, alles klar. Decken wir noch mal ein bisschen was hier schnell auf. Vielleicht ist das hier interessant. Kann natürlich aber auch sein, dass wir hier eigentlich später erst hin müssen, ne? Oder dass das Nebenmission, Nebenquest-Gebiet ist. Gibt's da auch. Dann müssen wir da, wenn wir das einfach nur durchlaufen, gar nicht hin. Gilgamesh Prinzen. Was? Verstümmler. Das ist doch mal ein harter Name. Gilgamesh sowieso überhaupt episch ohne Ende. Und dann noch Prinzenverstümmler. Auf jeden Fall eine Ansage. Hallo. Höllenhund der Gefallene. Du kannst auch mal umfallen. Ja, haben wir. Hast du recht. Templerfreund. Oh, da haben wir was zum Einsammeln. So. Ach nee, das war ja kein Templer. Das war Tyrael, ne? Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich den Engel verwechselt habe. Ist ja schon gut. So, hier ist alles so. Da ist eine Kiste. Truhe. So, hier ist Sackgasse. Okay, im Großen und Ganzen, jetzt geht es auch nur noch da lang. Das heißt, wenn es hier ein Durchgang ist und nicht einfach nur so ein kleines Gebiet, so ein Sackgassengebiet, dann müsste es ja hier weitergehen. Irgendwo hin. Nee, aber hier ist auch Sackgasse. Damit haben wir das dann auch schon komplett aufgedeckt. Ja, warum auch nicht? Irgendwas war doch hier gerade. Ich hab doch das Monster gehört. Dies. Ist es gut, wieder auf dem Schlachtfeld zu sein? Ja, ich bin seit Tausenden. Ich fühle mich geehrt, an der Seite eines Engels kämpfen zu dürfen. Ja. Weißt die Richtung. Das würde ich mir, ja, würde mich aber auch geehrt fühlen. Aber erst dann müssen wir jetzt hier wieder aufräumen, ne? Bevor wir jetzt hier große Lootpreise raushauen. Nee, hier. Unverwundbar ist nicht. Okay, hier oben ist schon mal eine Sackgasse. Wir müssen runter. Ah, und da scheint. Alter, das sieht auch krass aus, ey. Derbe. So, da haben wir einen Heiltrank eingesammelt. Hier räumen wir mal, knüppeln wir mal ein bisschen weg. Was haben wir hier noch? Okay, auch Sackgasse. Oh, da liegt eine Leiche. Der hat nix, gar nix. Du bist aber ein armer Schlucker, ey. Mein Gott. Schade, ich dachte vielleicht wenigstens ein bisschen Gold, ja? So. Da haben wir den Abgrund. Ja, mal schauen. Oh. Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Alter Tyrael, ich brauche dein Schwert. Okay, dahinter ist aber ein Fettwanz, der eins auf dem Deckel haben möchte schon mal. Okay. Belagerung. Brecherbestie. Aha, okay.
Das geht noch nicht. Ah, ich hole unsere Uhr an, Freunde. Alter, der hat uns geschnappt und voll ins Gesicht gekotzt. Was ist er für ein schmattiger Kerl, ey? Okay, wir kümmern uns schön um den. Unsere Uhr an, Freunde, kümmern sich um den Rest hier. Das ist doch sehr gut. Mach weg, mach weg, mach weg. Da ist er besiegt. Ist tot. Ich verneige mich vor euch. Atria, was macht die jetzt hier? Dringende Neuigkeit. Lea hatte einen Traum. Eine Vision von verzerrten dämonischen Türmen und riesigen widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Oh. Ich weiß von ihnen. Das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Dann lasst uns dafür sorgen, dass diese schrecklichen Herzen nicht mehr schlagen. Ja, das ist, glaube ich, die schnellste Möglichkeit, um hier aufzuräumen. Einfach umbringen. Wir haben noch gerade coole Sachen eingesammelt. Ich hatte vielleicht so irgendwas bei, aber mal wieder nicht. Nein. Orange. Ich steigere Intelligenz. Ja. Hm. Das hier. Ich würde gerne wissen, was das hier für ein Gebiet ist. Aber ist das einfach nur dieses Kampfgebiet jetzt gerade hier oder was? Okay, hier ist Sackgasse. Kann natürlich sein, ne? Dass es einfach nur ein Kampfgebiet ist. Hier geht das wieder zurück, ja? Ja, ist einfach nur Kampfgebiet. Schade, ich dachte vielleicht, das ist hier noch irgendwas. Aber hier sind jetzt auch keine Gegner mehr, gar nichts. Ja, gut, alle tot. Hier haben wir gleich weggesmashed. Ja, dann gehen wir mal weiter. Okay, wir müssen die Sündenherzen zerstören, ja? Denn Lea hatte eine Vision. Gut, dann... Area Krater Ebene 1. Ach, das ist doch das, wo Asmodan noch drin war. Das Dämonentor wurde zerbrochen. Asmodan versorgt seine Truppen mit Hilfe abscheulicher Sündenherzen mit Energie. Ich werde sie vernichten und den Herrn der Sünde zur Rechenschaft ziehen. Richtig, Barbarenfreund. Das ist auf jeden Fall eine Methode, die man vollziehen kann. Vor allem, weil Asmodan... Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Nun habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kann den Ton dieses Frauenzimmers nicht leiden. Wer war das denn jetzt? Cyhadea oder so? Okay. Alles klar. Gut, Areal Krater Ebene 1. Die sagen, kommen glaube ich noch hier. Da scheint Asmodan dann zu sein. Dem diese Scheiße der. Gut, weil hier ist auch nämlich der Weg. Wie das jetzt hier genau abläuft. Boah, Alter, ist zu lange her, kann ich euch nicht sagen. Aber wir sind jetzt im Krater. Wir werden jetzt die Herzen zerstören. Und findet den Turm der Verdammten. Ah, wir müssen den Krater durchqueren und den Turm finden. Werden wir machen, aber erst in der nächsten Folge von Diablo. Also Freunde, bleibt dran. Das war Diablo 3, meine Freunde. Ja, und wir haben wieder mächtig aufgeräumt und sind nun im Krater, ja, den wir durchqueren sollen, um uns Asmodan vorzuknöpfen. Aber ich glaube, der Krater wird eine heavy Sache. Vor allem, jetzt kommt ja diese Cydea oder Cydea oder diese olle Hexe oder was das da sein soll, auch noch um die Ecke und wird auch nochmal Stress machen. So à la Magda-mäßig. Naja, mal sehen, wie das wird. Aber das finden wir heraus in der nächsten Folge und in den Folgen danach. Denn wir sind ja erst in Akt 3 von Diablo 3. Also bleibt dran, schaut rein, haut rein. Euer Jardi. Ciao. Und ein scharfer Wind ist Vorbote unsäglichen Schreckens. Das Volk betet um Kraft und Führung.
Gnade eines raschen Todes sollten sie beten. Denn ich habe gesehen, was die Finsternis birgt.